Herzlich willkommen am Schönbrunner Kultur- und Weihnachtsmarkt. Dieser Markt findet jedes Jahr im Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn statt. Und dieses Jahr ist ein besonderes, denn es ist das 20. Mal. Insgesamt gibt es 78 Stände. Aussteller aus Österreich, Ungarn, Deutschland, Italien und der Slowakei begrüßen hier über 1 Million Besucher im Jahr. Rund um den 18 Meter hohen Weihnachtsbaum, der dieses Jahr aus Steyr in Oberösterreich kommt. Zum wievielten Mal besuchen Sie den Schönbrunner Weihnachtsmarkt? Ja, zum ersten Mal. Jedes Jahr eigentlich. Was ist für Sie so besonders an diesem Weihnachtsmarkt? Die Location und die vielen Standeln. Das Ambiente des Schlosses ist natürlich wunderbar. Ja? Und die Stände sind sehr schön, sehr authentisch. Ja? Also da wird kein Klumpert verkauft, sondern wirklich Handwerk. Und natürlich wegen dem Punsch. Wie suchen Sie aus, wer hier aufstellen darf? Wir sind das ganze Jahr auf der Suche nach schönen neuen Kunsthandwerkern, die wir auf verschiedenen Märkten suchen und die sich bei uns bewerben. Dann sammeln wir alle Bewerbungen. Und dann suchen wir besonders schönes, selbstgemachtes Kunsthandwerk vor allem aus. Wir zeigen euch jetzt, wo man die schönste Dekoration herbekommt. Was kann man alles bei Ihnen bekommen? Bei mir bekommt man alles aus Glas für die Wohnung und für den Garten zur Dekoration. Ist das alles handgemacht? Ja, das haben wir alles handgemacht. Machen wir selber zu Hause und macht viel Spaß. Kann man auf dem Weihnachtsmarkt auch basteln? Jetzt habe ich richtig Lust auf Basteln bekommen. Und ein tolles Kinderprogramm gibt es hier seit vielen, vielen Jahren auf dem Kunst- und Weihnachtsmarkt auch. Ich mache selber seit einigen Jahren schon mit und immer gibt es neue spannende Aufgaben. Wow, wir haben jetzt viel erlebt. Ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt. Und die traditionelle Küche spielt hier eine große Rolle. Ich liebe Kartoffelchips, für die würde ich mich stundenlang anstellen. Ja, da bist du nicht die Einzige, denn die stellen sich auch alle an. Der riecht aber auch gut. Was ist da auf dem Heferl eigentlich drauf? Eigentlich ist ja Schönbrunn ein Sommerschloss. Und es wurde im barocken Stil gebaut. Barock? Noch nie gehört. In Barock ist es wichtig, dass alles symmetrisch ist. Auch der Weihnachtsmarkt ist symmetrisch angelegt. Also verpassen Sie nicht den traumhaft schönen Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn. Frohe Weihnachten! Thank you.